Elfer hat eine unglaublich hohe Emotionalität. It doesn't alienate people. It brings people together. It unites people. Prozent dieser Fahrzeuge, die in 60 Jahren gebaut worden sind, die sind immer noch da, die fahren noch. I really love the Porsche 911 all my life. It's always been a dream. Doing stuff with the kids, I'm doing daily errands in the car. 911, der hat nur Muskeln, kein Fett. In der Gesamtheit ist es das Auto, wie ich mir den perfekten Porsche vorstelle. Ganz maßgeblich ist, dass das Auto vom 1.911 1963 bis heute immer als 911 zu erkennen ist. Also dass Tradition und Innovation perfekt miteinander verbunden, immer diesen roten Faden zu halten. Certainly the silhouette has never changed and a lot of other manufacturers have lost their identity along the way. The consistency, constantly improving the car without losing its identity. Wenn man mal die Historie anguckt, wie klein und kompakt der Elfer aus der Vergangenheit war, da sind wir inzwischen natürlich schon groß geworden. Und die Größe kommt natürlich auch durch Sicherheitsanforderungen, Gesetzgebung und Sonstiges. Aber in Summe sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir aufpassen müssen, dass er nicht noch größer wird, damit wir nicht auch die Agilität und diesen hohen Alltagsnutzen verlieren. Mein Bruder hat immer gesagt, man sollte manche Schnörkel und manche Leisten einfach weglassen. Man sollte nur das hinmachen, was notwendig ist und nicht irgendwelchen Firlefanz. Und das stimmt. Dieses Puristische ist ein wichtiger Part. Gut, jetzt haben wir ein neues Auto, jetzt haben wir ein neues Fahrwerk. Das muss um einen Sprung besser sein, aber das war es nicht. Das Auto war noch sehr schwierig zu fahren, vor allem auf der Autobahn bei Geradeausfahrt, bei etwas Seitenwind, bei hohen Geschwindigkeiten war es ganz kriminell zu fahren. Auch das Fahrverhalten in Kurven war nicht sehr angenehm am Anfang. Ich denke, das waren so 2 bis 3 Jahre, bis wir das Auto so hatten, wie wir uns das vorstellten, als Nachfolger vom 356. Und so wurde er auch in Frankfurt vorgestellt. Und dann ging man auf die verschiedenen Messen und unter anderem dann nach Paris. Aber für straßenzugelassene Fahrzeuge in Frankreich hat Peugeot die Null in der Mitte für sich reklamiert. Nach der Messe in Paris hat man dann kurzerhand entschlossen, den Wagen in 911 umzubenennen. Entsetzte Blicke, wie man sowas machen kann und so schlicht und so einfach. Und die Gusseisernen haben gesagt, der 356, der kann gar nicht ersetzt werden. Der muss so bleiben. Und da darf nichts geändert werden. Der 356 ist natürlich bei der Stammkundschaft bevorzugt worden und der 901 schon etwas beäugt worden.
Man darf auch nicht vergessen, der war deutlich teurer als der 356. Also der war, ich glaube, 9.000 D-Mark damals teurer. Der war so mit 23.000, 24.000 Mark avisiert. Hat dann bei Markteinführung 64 noch 22.000 Mark ungefähr gekostet. Aber das war schon ein deutlicher Schritt zum 356. Also so kann man sich auch eine bestehende Käuferschicht leicht vergraulen, dass sie sagen, was Neues und dann auch noch teurer. Heute wissen wir, 911 ist die Ikone für Porsche. Aber damals, als der in Frankfurt vorgestellt wurde, konnte das noch keiner sagen. Es hat die 60-jährige Entwicklung von dem Auto vielleicht da und dort erleichtert, weil man das Konzept selber nicht in Frage gestellt hat. Das Auto ist auch im Motorsport erfolgreich, das darf man ja nicht vergessen. Und das differenziert ihn schon per se von allem anderen. Und das behutsam weiterzuentwickeln, war natürlich schon auch schwierig. Mit der Kante hier, mit dem Einzug. Ja, aber du weißt, was ihr am meisten bewundert, so da muss ich euch loben. Den Türgriff. Ja, und der gehört eigentlich auch wieder an... Weißt du, woher der Türgriff ist? Ja, ja, natürlich. An 91.2. Nein, ja. Nein. Macan. Ist der Cayenne. Cayenne? Ja. Da war ich für den 97er zuständig. Ja, ja. Ja, da hat man am Anfang auch die Klappe, die geschlossene. Da habe ich zum Dürheimer gesagt, jetzt machen wir bloß das Teil hier außen neu. Ja. Nur ja, genau. Und lassen die Mechanik aber das dran. Das ist aber perfekt in der Ergonomie, weil der geht genau in die Bewegungsrichtung. Ja, genau. Du hast den flach und ziehst den nach oben. Wobei ja. Das bei dem überhaupt grundsätzlich kein Problem ist. Ich bin froh, dass wir überhaupt den Griff da dran haben und nicht den flächenbündigen. Das kostet dem Auto. Es ist leicht schön. Ja. Ja. Aber das ist jetzt nicht wirklich. Hi, my name is Patrick Long. I'm co-founder of Lufke Colt. We're here in Vallejo, California at Lufke Colt 9. The sun is out and there's a big pallet of cars. In my spare time, I started collecting vintage 911s and I was looking for that show that had the right atmosphere. My normal sort of away from the racetrack kind of creative influence and melding that with my newfound passion for vintage Porsches, and Lufke Colt was born. I mean, you can't get this in any other brand, right? Name me a brand, if I can mention the Ferraris, the Lambos, this doesn't exist. I think there's two different crowds that come to Lufke Colt. There's 7,500 people here today, and I would say that 60% of them don't own a Porsche. They come here to be around the amazing technology, the design, and to learn and to engage with the Porsche experts and the Porsche files. And then you have the hardcore four-generation families who know everything about their cars. They live and breathe this. They go from event to event, and everything in between. I think that it is the fact that the 911 is an evolutionary car versus a new idea every time. So there's something about the car that resonates with us from the past, but also brings it into the future. When I hear one, I know one. That's emotional for me because that's what I grew up with. So that'll always be a part of me. It provides a truly unique driving experience that is unavailable in a modern car today. And unlike so many other old cars, it's still usable as an everyday car. And so the usability of those cars in the long term and in such a variety of conditions is one of the things that makes the car very special. Owning and driving an early 911 is like owning a mechanical watch or anything else that actually puts you in contact with something that's real. You have to really be involved in the process, and being involved in the process is really why you do anything for a hobby or for enjoyment, is you want to be a part of the process. Anything that removes you from that is a lot less fun. So to me, early Porsches are the most fun way I can spend my free time.
The interesting thing about Luft was it was all about telling the story of air-cooled and this newfound hobby and love that I had. And I wanted to bring people who weren't Porsche-philes, who weren't educated on everything and experts, and show them this world and introduce them to this world. And that's still very much the principle of today. Wir sind hier ganz weit im Süden, Nardo, eine wunderbare Strecke. Natürlich der große Vorteil, dass man auch im Winter toll testen kann. Es gibt eine Schnelllaufbahn, wo man 400 fahren kann. Es gibt eine ganz tolle Handlingstrecke, so 6 Kilometer. Und da kann man ein Auto natürlich perfekt abstimmen. Wir haben hier eine ganz große Bandbreite an verschiedenen Fahrern, die wir in das Auto lassen. Ja, der Walter Röhrl ist einer davon, mit dem arbeiten wir seit Jahrzehnten. Ich kenne ihn seit über 20 Jahren. Bei jedem Projekt, das geben wir nicht frei, bevor der Walter nicht sagt, gut. Ja, ich glaube, wir haben eine ganze Menge von 911er-Modellen, die wunderbare Autos sind. Die sind elegant, die haben sehr viel Luxus im Auto. Aber wir wollten ein Auto machen, das einfach leicht ist, das ein Eigenleben hat, das die echten Porsche-Enthusiasten anspricht. Die sagen, okay, ich weiß, wenn da hinten ein riesen Flügel drauf ist, fährt das Auto stabiler. Aber ich will das nicht. Ich will ein elegantes Auto haben und das ein Eigenleben hat. Und das ist bei dem Auto wunderbar gelungen. Wir feiern heute 75 Jahre Porsche Sportwagen. Seit 75 Jahren sind wir driven by dreams. So when I see a 911, my immediate response is joy. It just makes you smile, it makes you feel good. Because what happens is, not only is it just beautiful to look at, but you think of all the memories and all the experiences you've had behind the wheel. Whether it's an old one or a new one, it's still beautiful. And it doesn't alienate people. It brings people together. It unites people. Du weißt immer, wenn du ein Elfer-Fan bist, dann sitzt man im richtigen Auto, weil das Auto für sich selber spricht. Und dann die Zuverlässigkeit, die Präzision, die Haltbarkeit, der Wert und nicht zuletzt natürlich auch, was halt ein Porsche ist. It's a car that you can race, it's a car that you can drive, it's a car that you can bring your family around town in and go to events. It becomes a family member. Also es fängt schon an, wenn du einsteigst, weil du einfach in ein Cockpit steigst, das perfekt ist. Da ist alles drin, was du brauchst, kein Schnickschnack, das ist gut angeordnet, das ist super. Und dann kommt der Erfolgsmoment, wenn du einsteigst, den Schlüssel umdrehst, und dann, Sakrament, jetzt kommt der Motorsound. Das ist einfach, da kriege ich wirklich sogar noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und das ist einfach toll. Und dann fährst du los und dann ergibt es sich von selber. Ne? Wenn man auf dem Platz steht, sieht man den 911er immer im Hintergrund. Und das ist tatsächlich nochmal so eine extra Motivation. Und das war es für mich auch.
Jedes Match, immer als ich auf den Platz gegangen bin, habe ich den 911er im Hintergrund gesehen und wusste, okay, darum geht's hier. Und das war auch so mein Ziel, irgendwann den Porsche Tennis Grand Prix zu gewinnen. Und das habe ich zweimal dann am Ende geschafft. Und ich habe auch noch beide 911er zu Hause stehen und die werden auch schön gepflegt. Während der Wettbewerbsversion vom 911S noch ohne Heckspoiler auskam, war dann eben der RS27 der erste mit dem sogenannten Entenbürzel, einem feststehenden Heckspoiler. Der hatte auch einen Frontspoiler. Es war das erste Fahrzeug mit Front- und Heckspoiler. Und es war zum damaligen Zeitpunkt, kam im November 1972 auf den Markt, war es das schnellste Serienfahrzeug in Deutschland mit Straßenzulassung. RS11 und Motorsport, das ist eng verbunden. Das Auto ist vom ersten Tag an im Motorsport gewesen. Auch da einmal Diskussion, ist das das richtige Konzept? Wir haben es zwischenzeitlich, glaube ich, zur Perfektion gebracht. Und das ist eben der große Unterschied, dass in jedem Porsche als Grund ist ein Rennauto. Und daraus wurde ein Alltagsauto gemacht. Alle anderen Firmen auf der Welt haben Autos gebaut, haben dann versucht, wenige von diesen Autos zum Rennauto umzubauen. Aber da ist nicht so viel abgefallen für die Serienentwicklung. Der RS27 ist ein großer Markterfolg gewesen bei Kunden. Und gleichzeitig konnte man den für zwei Gruppen im Motorsport homologieren. Und das ist bis heute eine der großen Ikonen aus der gesamten Porsche-Geschichte. Ist das schon mit Sicherheit einer der Leuchttürme. Und auch stilprägend für ganz viele Generationen später, natürlich insbesondere den GT3, der dann später auf den Markt kam, der in Referenz zum RS27 auch entstanden ist. Porsche kommt aus dem Motorsport, Porsche steht für Motorsport. Und wer als der Elfer könnte sich sonst da oben noch positionieren? Das ist die Philosophie von uns, dass wir Umfänge, die im Motorsport eingeführt werden, dass wir die letztendlich dann auch in Serie bringen. Und da bieten sich die GT-Modelle, die GT-Derivate bei uns natürlich dafür an. Wir haben den ersten GT3 haben wir 1999 auf den Markt gebracht. Wir haben dann den ersten GT3 RS 2003 auf den Markt gebracht. Und damit haben wir auch nochmal eine Derivate-Landschaft an GT-Modellen, die für Kunde höchst begehrlich sind und uns natürlich in der Performance-Ecke den Elfer nochmal ganz, ganz eindeutig positionieren. Und deswegen pushen wir da die Grenzen immer, dass wir möglichst viel Rennsport, also wir sagen da Race to Road, was wir auf der Rennstrecke an Erfahrung machen, dass wir es möglichst auch in die Straßenfahrzeuge bringen, natürlich in einem sehr, sagen wir mal, zulassungsfähigen, legalen Rahmen, um diese Vorteile, diese Erfahrung auch den Straßenkunden zugänglich zu machen, in Form dieses Sportgeräts RS. Das ist eigentlich das, was ultimativ möglich ist in einem straßenzugelassenen Auto, was Rennstreckengene, Implementierung von Rennstreckengenen angeht. Das finden wir in dem Auto.
Anna Jedrick. And I'm Yui Tan. And you can follow us through our journey in Singapore in our Porsche 911. Everyday life in Singapore, that really is waking up pretty early in the morning, anytime between 4 to 6 a.m. to complete some kind of training. I normally go ride my bike 6 days a week. It's always nice to get out on the roads before the cars come out in the dark in the morning and wake up nice and early. But the roads are very well made, some of the best roads in the world. So in a way, it's nice to drive a GT3 RS as a daily car. If there was any road system that they could allow that kind of car to be driven on a daily basis, Singapore's a good place. So here it is. This is our Porsche 911 GT3 RS. It's a Type 991 from 2015. It's got a 4.0 litre flat six in the back, putting out 500 horsepower, 460 newton metres of torque. And I think one of the great things about this GT3 RS is it's a great daily driver, very compliant on the road. And although it's got great suspension to corner fantastically on the track, we're very happy to use it as a daily car, bringing the kids to school in it. So yeah, just a great car for everyday use. Diese Fahrzeuge haben also seitdem einen Run erfahren. Aufgrund dessen haben wir auch den GT3 Touring dann ein Jahr später an den Markt gebracht, um auch, sag ich mal, diese Kundengruppe etwas breiter bedienen zu können. Was haben wir gemacht? Wir haben eigentlich nur den Flügel weggelassen beim GT3, haben eine Handschaltung zwangsverknüpft mit dem Auto, weil die gehört in den R einfach rein oder in den Touring, in den Puristen. Da will man die Interaktion Mensch-Maschine, da muss so viel wie möglich Mensch-Maschine-Schnittstelle rein, also eine Kupplung. Eine Handschaltung muss man ein bisschen fahren können, muss man das Auto einmal auf sich wirken lassen, man muss mit dem Auto verschmelzen, man muss sich ein bisschen Mühe geben, um das Auto rund zu bewegen, aber genau das ist der Challenge, das wollen unsere Kunden. Ich glaube, das Besondere beim ST ist, dass es ihn tatsächlich offiziell nie gab. Das heißt, er war nie offiziell, aber offiziell wurde er legendär. Aus heutiger Sicht sucht man ja die Besonderheiten, die kleinen Auflagen, die besonderen vom Konzept her Fahrzeuge, und da passt der intern genannte ST genau ins Schema rein. So hat ein Porsche-Sammler aus der Schweiz ein Fahrzeug in den USA entdeckt, das in einem desaströsen Zustand war. Wir sind gemeinsam in einem gemieteten Wagen zu dieser Scheune gefahren. Als wir die Scheunentür geöffnet haben und dieses Auto sahen, was übrigens ja nicht mehr ein Auto war, das war irgendwie so ein armer Blechhaufen, verschrottet. Teilweise lagen Heuhaufen noch auf der Bodenplatten. Dann war mir dann schon ein bisschen mummelig. Aber es hat dann irgendjemand mal überprüft, um welche Fahrgestellnummer es sich bei dem Fahrzeug handelt, und ist auf etwas historisch sehr Einzigartiges gestoßen, nämlich einen 911 ST, der auch in Le Mans einen Klassensieg erreicht hat. Es ist wahrscheinlich der 911er mit der größten Renngeschichte dazumal. Vor allem, weil das Auto nicht nur in Europa eingesetzt wurde, sondern das Auto wurde auch noch in der amerikanischen Rennserie eingesetzt. Der Kunde und Sammler aus der Schweiz hat dann dieses Fahrzeug in einem sehr bemitleidenswerten Zustand zu uns in den Bereich Werksrestaurierung
gebracht und alle miteinander, ich glaube sowohl er als auch wir, waren uns nicht sicher, was wir jetzt hier überhaupt zu tun haben. Und das zeigt, glaube ich, auch ganz schön, dass wir hier nicht in einem klassischen Geschäftsbeziehung stehen, wo wir sagen, wir bieten was an und der Kunde kauft etwas bei uns ein. Sondern wir müssen das uns auch gemeinsam erarbeiten. Und in dem Fall war es die Liebe dieses Sammlers zur Marke Porsche, aber auch zur Rennhistorie von Porsche, zu Le Mans und zu diesem Fahrzeugtyp im Speziellen. Was mir vor allem am Schluss so unter die Haut gegangen sind, sind die Leute, die an diesem Auto gearbeitet haben. Dieses Herzblut, dieses Engagement, wie sie das Auto restauriert haben. Und das habe ich wirklich über alles geschätzt. Aber wir Schweizer sagen Porsche 911. Der Elfer zeichnet sich sicher durch eine hohe Derivatevielfalt aus. Aber der Elfer ist halt auch das Auto, der das kann. Und wir haben beispielsweise drei Aufbauvarianten. Wir haben das Coupé, wir haben das Cabrio und wir haben den Targa und dann verschiedene Antriebsvarianten. Und in Summe haben wir damit eine Bespreizung, die vor allem vor Kunde auch große Begeisterung findet. Das war immer Bestandteil der 911er-Geschichte. Ich glaube, wir haben über die Jahrzehnte da auch ein extrem gutes Gefühl dafür ausgebaut, was verträgt ein 911er. Wenn man ein bisschen drauf guckt, muss man sagen, alles. Das ist das Spannende. Das zeigt aber auch, und ich glaube, das ist total einmalig, das ist sicherlich der universellste Sportwagen, den es auf der Welt gibt. Das Wichtigste, was aber dabei zählt für uns, ist immer, er muss glaubwürdig authentisch sein. Das heißt, wenn wir ein Derivat bringen, darf es nicht nur ein Optikderivat sein, es muss dann auch liefern. Und so haben wir beispielsweise ja den Dakar jetzt jüngst gebracht, wo viele Leute sich ja auch gedacht haben, oje, was machen die jetzt dort? Da hatten ein paar so verrückte Ingenieure, es gibt noch ein paar, neben Uwe Braun und Bräuninger, die haben gesagt, wir müssen so ein Auto bauen. Ich bin gefahren und war natürlich hellauf begeistert. Wir hatten eine Historie, wir waren 1984, waren wir bei der Rallye Paris-Dakar mit dem damaligen G-Modell. Eben mit einem Allradfahrzeug, mit einem Sportwagen und gewinnt auf Anhieb. Here you can see why the Porsche four-wheel drive had been given longer suspension travel. On top of the roof and on top of the world. So sehen wir dann auch, die Allradentwicklung kommt dann 1988 eben mit der nächsten Generation des 911 in den 911. Wieder das perfekte Beispiel für vom Motorsport in die Serie. Am Ende des Tages, der liefert. Der hat mit seinen Fahrmodi, mit dem Rallye- und Offroad-Modus, den der Dakar hat, performt er auf Offroad-Gelände oder auch in der Wüste. Es passt zur Baureihe, weil es das schon mal gab. Es passt, glaube ich, auch in die Zeit. Menschen suchen heute auch ein Stück weit nach Freiheit mit dem Auto. Wir sehen immer mehr Fahrzeuge, die mit Dachzelt rumfahren. Wir sehen immer mehr Fahrzeuge, die Offroad-Fähigkeiten mitbringen. Und wir waren alle sicher, genau das brauchen wir jetzt. Rennfahrer zu sein und speziell in der Formel 1 ist sehr, sehr unbequem. Ja? Da fährt man nicht aus,
aus jetzt Sonntagsfahrgründen oder Spazieren, das ist relativ unbequem, da brauchen wir nicht drüber reden. Und das ist einfach Autofahren auf so einem guten, bequemen, komfortablen Niveau, gleichzeitig aber auch sportlich, wenn man es braucht oder kurzzeitig mal will. Aber ich bin ehrlich gesagt privat auch ziemlich gemütlich unterwegs. Ich meine, für mich ist auch einfach, ja, Autogeschichte, es ist Kunst. Ich meine, schau dir den Speedster an, ja. Das ist auch einfach, sich hinzustellen, anzuschauen, nicht unbedingt immer nur zum Fahren. Das macht Spaß, das bringt mir Freude, den einfach manchmal anzuschauen. Der Speedster, das ist Azzurro Tetis, Sonderfarbe. Habe ich bei einem Rennfahrerkollegen entdeckt und mir abgeguckt, muss ich gestehen. Habe die Farbe gesehen und mich sofort verliebt, weil das irgendwie, das hat was Majestätisches, was ganz Besonderes, edel, schick, aber gleichzeitig einfach auch richtig cool. Und dann habe ich nochmal die Felge anpassen lassen, hier in dem Weißgold, genau. Und jetzt bin ich happy, jetzt passt. Kaltstart ist ja schon relativ laut. Das Rasseln vom Motor, loszufahren, das Manuelle auch mal wieder zu haben. Ich meine, heutzutage bin ich auch eher der Bequeme und bin ein Automatik-Fan, aber ab und zu nochmal ein manuelles Auto zu fahren, ist schon eine Freude. Und den dann auszudrehen mit der Leistung, mit dem Motor, das ist einfach Freude und Emotion pur. Die 911er Karosserie, ich glaube, die ist so zeitlos, so schön und so wiedererkennbar. Ja. Das kann man einem Kind zeigen und ein Kind weiß sofort, okay, 911. About 60 to 70% of our volume goes into SUVs, so Macan and Cayenne cars. But we have a steep increase of interest into 911 and two-door sports cars. And actually today, already for Boxster and Cayman, China has become the most important market.就是在保时捷的品牌文化里呢，赛车文化是起着一个非常举足轻重的一个作用的。我认为，在所有的汽车品牌里，包括所有的豪华品牌里。 在用文化来推进消费这件事上，保时捷中国这过去的10年20年做的是非常成功的。他们坚持在推广自己的非常非常有特色的品牌文化，赛道文化、跑车文化。他在培养，并不只是针对那些买得起保时捷车辆的人，而是所有的爱车的、所有的喜欢保时捷这个品牌或者关注这个品牌。 Vor 4 Jahren haben wir uns Gedanken gemacht über den ST, über unser Geburtstagsgeschenk für die 60 Jahre beim Elfer. Und für mich ist es das, was man aus 60 Jahren Elfer herausdestillieren kann, der beste Tropfen. Als ich das Auto zum ersten Mal gefahren bin, mich hat es dann schon überrascht, dass man beispielsweise auf so einen GT3 Touring, den ich schon als perfekt empfunden habe, wirklich nochmal so einen oben draufsetzen kann, was die Präzision, was die Fahrdynamik angeht. Hier nehmen wir einen GT3 Touring als Basisfahrzeug
und bringen ganz viel Motorsportteile vom RS mit rein. Und vor allen Dingen wollten wir ein Fahrzeug machen, was möglichst puristisch ist, was an den alten Ur-Elfer von 1930 ein Stück weit erinnert. Du hast das Gefühl, das Auto, das gehorcht dir wie dein Körper, wenn du irgendwas machst. Und ich glaube, dass das für viele unbedingt notwendig war, wieder so ein Auto zu machen. Wir haben also hier wieder eine Lenkung im Auto, die spricht mit mir. Ich merke genau, was ist da auf der Straße los, was passiert da. Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Die Explosivität, die Unmittelbarkeit des Gaseinsatzes, das ist so, in dem 911er habe ich das noch nicht erlebt. Wir haben auf die Hinterachslenkung verzichtet. Das ist natürlich alles eine Frage des Gewichts. Die Motorsportteile, die wir in dem Auto sehen, eine Carbontür, die gibt es nur im GT3 RS. Die ist hier auch drin, ist natürlich leichter. Wir haben Carbon-Kotflügel, Carbon-Haube. Wir haben eine Sportkupplung erstmals in dem Auto verbaut mit einem besonders leichten Einmassenschwungrad. Wir holen allein da 12,5 Kilo raus. Wir haben in diesem Auto nur ein Schaltgetriebe. Das sind 20, 30 Kilo weniger Gewicht. Das ist auch, das gehört einfach dazu zum Autofahren, dass man eben, dass so ein Schaltgetriebe drinnen ist. Also das ist ein bisschen zurück zu den Wurzeln, aber trotzdem auf keine technischen Feature der Neuzeit verzichtet. Ich bin immer noch der Chef, wenn ich mit dem Auto fahre. Aber wenn ich mal einen Luftgekühlten kaufen würde, dann einen 93er. Ja. Ja, es ist der letzte Luftgekühlte, aber für mich ist vor allem dieser Bezug, es war der erste 911, mit dem ich öfter mal gefahren bin, dem ich erste Strecken hatte, und das war dieser 993. Ja, dieses Auto, das man da im Hintergrund sieht, das war tatsächlich früher bei mir in der Baureihe. Ich habe ihn dann gebraucht, gekauft, so nach 1,5 Jahren. Und ich habe gewusst, wir stellen um, und uns hat dieses Auto seinerzeit, speziell der 991 als S oder GTS, immer, ich sag's mal platt, brutal viel Spaß gemacht. Ja, der hört sich saugut an und er hängt fantastisch am Gas. Das PDK-Getriebe, das ist ein PDK-Auto. Funktioniert wunderbar und so geschmeidig. Tut's immer noch, obwohl der jetzt 75.000 Kilometer drauf hat. Das Auto ist seit 60 Jahren dermaßen erfolgreich, dass man es nach vorne gerichtet natürlich auch erfolgreich weiterentwickeln muss. Ja, ist nicht mehr ganz original. Die Räder haben mir nicht gefallen. Räder müssen auch außenhautbündig sein. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Da war viel gefeilt dran, bis das genau passt und sitzt und mit dem TÜV diskutiert, bis der das in Ordnung fand. Fahrwerk leicht modifiziert. An 911ern irgendwas zu verändern, das habe ich ja schon immer gemacht. Mal in Serie, mal nicht in Serie. Die 993 reizt mich, weil er einfach so cool aussieht, so oldschool, schon so ein bisschen. Ja, Vintage-mäßig und einfach so back to the roots. Ja? Und manuell, ein schöner handgerissener, luftgekühlt, es ist einfach pur. Viel weniger Elektronik, aber die Form einfach. Und speziell meine Lieblingsperspektive ist von hinten. Hinten und so ein bisschen seitlich das Profil mit dieser geschwungenen klassischen 993-Felge. Ich wollte auch unbedingt Silber haben und Schwarz, also das Klassische. Und es ist einfach zeitlos, genial, schön. Und ein Cruiser vom Allerfeinsten. Und gleichzeitig ist auch Leistung da. Also ich bin immer überrascht, wenn ich manchmal so ältere Autos fahre, wie viel Dampf die Qualm die damals schon hatten. Ja. Die Luftkühlung, die eigentlich zusammen mit dem Sechszylinder Boxer im Heck einzigartig war, das hat natürlich für viele Fans bedeutet, jetzt geht es gar nicht mehr weiter. Für mich war diese Diskussion eigentlich komplett überflüssig. Und sie war übrigens
innerhalb der Firma auch nicht so kritisch, wie es extern gesehen wurde, weil man genau gewusst hat, wir brauchen 4 Ventiler, weil wir müssen die Emissionen erfüllen, Leistung erhöhen und all das, was zum Sportwagen dazugehört. Das funktioniert mit einem 2-Ventiler nicht. Wenn man den luftgekühlten Motor zum 4-Ventiler machen, das funktioniert auch nicht. Also müssen wir auf Wasserkühlung umstellen. Das war so logisch von der Schlussfolgerung, dass das überhaupt niemand in Frage gestellt hat. The concept of AeroWater came from the success of Luftgekühlt, and you know, we wanted to be all inclusive at some point, and there's so many people enjoying modern cars and so many people that want to connect to the past in the air-cooled side of things, so it was a natural. And you know, these events have grown so much that it was just nice to be able to expand it, invite everybody, share the passion from literally the beginnings of the company to the latest greatest things out of the company. So what I try to do at these events is really kind of mimic my world, the career I've had, which has been photography and filmmaking all over the world, with a single passion really for me with Porsche. So I'm combining what I do in my own filmmaking world and giving people a glimpse to the way I frame things, the way I organize things, just set things up. And the greatest compliment I have out of an event like this is really when somebody takes the picture that I set up. And so that part is really a lot of fun because it's taking everything I know about filmmaking and photography, the design, the composition, and putting it into one brand, which I've been passionate about literally since day one in my life. Putting all that together, it's a perfect zone for me to work and hopefully a perfect zone for somebody to enjoy a show like this. It really is a Porsche family. My favorite part about owning a Porsche is actually the community. It is a community of friends. I'm here seeing people who I see regularly at events, and it's a great feeling. I think every 911 owners, I mean, especially for me too, like, you kind of think about, okay, at some point you want to sell it, but then you're like, what am I going to get? Right? There's no alternative. I think they just get better and better, right? Like a fine wine. So. How you sit in a car, the position, the distance from the wheel and the pedals, everything about that is that typical Porsche engineering. It's built around the driver, and then it just layers out to the complete outside edge and the silhouette of the car. And then when you look at the evolution from the beginning of a 911 and how it's evolved to today, you see that symbolic silhouette. You understand that the DNA of an initial and first generation 911 still exists in a 911 today. Also 1993 hat man dann ein Sondermodell rausgebracht, 30 Jahre 911, mit einer breiteren Karosserie in Viola Metallic. 911 Stück wurden gebaut und auch die waren natürlich sehr, sehr gefragt und schnell ausverkauft. Unseres Erachtens im Rückblick betrachtend beim 40 Jahre Sondermodell nicht alles richtig gemacht, so aus unserer Sicht. Das hätte man besser machen können. Da waren wir mit uns selber nicht zufrieden und da haben wir gesagt, 10 Jahre später, das passiert uns jetzt nicht, das machen wir jetzt anders. Wir nehmen die breite Karosserie, der 11er hatte damals ja auch noch die schmale, der 991er zu der Zeit. Sagen wir mal, einige, ja, heute würde man sagen, Heritage-Elemente rein, die wir sehr gepflegt und kultiviert haben, wie die Fuchsräder und so weiter und Pepita eben oder auch die grüne Farbgebung in den Instrumenten. Und für mich war das ein wahnsinnig schönes Auto. Also im Nachhinein muss ich sagen, ärgert es mich ein bisschen, dass ich mir nicht einen gekauft habe. Wäre schön gewesen.
girl. Here you go. So the Porsche 911, I think really when you hear the words like DNA, when you hear legacy, I feel like that's us, that's our family. You know, we're like the furniture that's part of that Porsche DNA. And I think, you know, it's something that's been part of our lives. It's every day. I mean, we're in the car every day, we're doing stuff with the kids, I'm doing daily errands in the car. They do say that fashion comes and goes, but style stays forever, and the 911 is just that. Forever. You have to get all that just there. You knew how to do that. Pretty cool though, right? Watch this bit. Okay. Why? Racing's been fun. I've been doing Carrera Cup since 2008 until 2019. 2022, after COVID finished, we drove the GT3R in the Super Series. And this year we're driving the 992 GT3 Cup in the Super Series as well. You'll be surprised how fast the heart beats inside a race car, especially during qualifying. We're on the absolute limit and I've got to hit that brake pedal pretty hard. So physical condition is obviously pretty important. What's great about that relationship is you can really feel a 911 GT3 RS on a track in a cup car and the cup car in the GT3 RS on the road. Even slowly, even going at snail's pace, it feels like a race car in a pit lane, but it still has that feeling. As long as I've known Yui, there's always been a Porsche. Porsche's always been part of his life. Racing has been a big part of his life. Porsche and racing has been a big part of his life. If you take that away from him and take all that aspect, I'm like, who am I married to? That scares me. So he needs to stay involved. I'm happy to be the second person in his life over the 911. I'm okay with that. Something's just gotta give. Wir haben es übrigens auch in unserer Ikone, dem Elfer, gemacht. Allerdings auf der Nordschleife vielleicht nicht so erfolgreich, wie wir hätten sein können, haben wir über 22 Stunden große Hoffnung gehabt zu gewinnen. Ich bin damals 2010 bei Williams Formel 1 gefahren und Williams hat diese Hybrid, diese Flywheel-Technologie für Porsche damals entwickelt oder war daran maßgeblich beteiligt. Und, dementsprechend kam dann dieses Event zustande und diese Situation, dass ich das Auto fahren durfte auf der Nordschleife, exklusiv, ganz alleine. Ich muss dazu sagen, damals zu der Zeit war ich noch nicht so der Nordschleifen-Experte. Ist ja doch eine lange Strecke und kannte mich nicht ganz so gut aus, aber das war natürlich ein Wahnsinnserlebnis, wie diese Elektroenergie und die Hybridtechnik eingespeist worden ist. Ich musste damals selber noch manuell, gab es einen Hebel, um den Boost zu aktivieren und ne, das schiebt es richtig an für die paar Sekunden. Dann wurde die Energie wieder geladen, wieder eingespeist. Also das waren wirklich so die Anfänge und der Start dieser ganzen Zeit und Ära. Ich bin überzeugt, dass der Elfer davon morgen auch sehr viel haben wird. Das wird die nächste Evolutionsstufe sein und zwar so hybridisieren, dass die Sportlichkeit, die Performancefähigkeiten nochmal zulegen werden. Ich glaube, die Kollegen rund um den Andy Breuninger, die wussten genau, was da kommt. Denn die wissen einfach sowas von exakt, was sie tun. Und das seit vielen, vielen Jahren. Und die wissen ganz genau, A,
was sie liefern müssen. Die wissen aber auch ganz genau, was der Kunde erwartet. Da ist niemand so nah dran wie die Truppe um den Andi Bräuninger in der Erwartungshaltung der Kunden. Dieses Auto für mich ist eigentlich die destillierte Essenz der Idee 911. Da ist alles drin. Der Heckmotor, explosiver Motor, ganz leicht. Es ist einfach so, dass der Fahrer mit diesem Fahrzeug beim Fahren förmlich verschmelzt und Teil des Gesamtorganismus Mensch-Maschine wird. Es ist eine Einheit in dem Auto. Und da muss einfach alles stimmen. Und in diesem Fall hat man wirklich die ganzen einzelnen Komponenten, hat man alle nochmal überdacht. Und jetzt in der Gesamtheit ist es das Auto, wie ich mir den perfekten Porsche vorstelle. Ganz sicher werden wir auch am 11er wieder weiter verbessern und weiter arbeiten. In dieser Ausprägung glaube ich aber, dass der ST einzigartig bleiben wird, weil die Gesetzgebung, die wir erwarten, EU 7 beispielsweise, aus heutiger Sicht nicht möglich macht, dass wir mit hochdrehenden Saugmotorkonzepten und Schaltgetrieben weiter zulegen können, sondern wir müssen mit anderen technischen Konzepten die Fahrzeuge besser und schneller machen. Deswegen glaube ich, fest sagen zu können, ein Elfer von dieser Art, so leichtgewichtig, so agil, so unmittelbar, aber vor allem hochdrehendes Saugkonzept, den werden wir nicht so besser machen können. Das ist das Ergebnis, das hier steht. Das ist einfach die Kombination ist zwischen einer gewissen Historie und modernster Technik. Und daraus kommt für mich das Auto, das bei jedem eine Leidenschaft erweckt, wie kein zweites.